Herzlich willkommen zum Pfad. Warum soll ich vegetarisch leben? Weil ich dafür dann eben für Leben den nötigen Körper, das nötige Upadhi, Vahan, Vehikel schaffe, um ein Gottmensch zu werden. Und da haben wir als Wichtiges auch ethische Momente, die wir bedenken sollten. Also, erstens mal sage ich, es ist also ein Holocaust, meine Lieben. Ein Holocaust der Tiere. Tiermorde. Ich hatte bereits Chicago erwähnt. Diese furchtbar, dass also da wird die ganze Welt versorgt sozusagen. Es ist furchtbar. Es ist ein blutbefleckter Ort. Ja. Und das ist nur Geldgier, meine Lieben. Und man bereichert sich an dem Leiden der Tiere. Und das sind unnatürliche Gelüste in der breiten Menschenmasse. Da braucht man sich nicht zu wundern. Das sind atlantische Reinkarnationen und Strukturen, die allesamt über den Fleischgenuss zu Kriegen führen. Allerdings nicht zum Atomkrieg, lehrt das Buch des Lichts. Ganz egal, wie sehr die Koreaner da drohen. Und da ist jeder Fleischesser ist da mit Schuld dran. Wenn er jetzt denn davon weiß, umso mehr, mein Lieben. Und da kann man auch nicht sagen, zum Beispiel im Dritten Reich haben wir gesagt, Führer befiehlt, wir folgen. Ich habe nur getan, was der mir befohlen hat, sagt auch der Soldat. Gilt nicht nach dem Gesetz von Karma und Reinkarnation. Du kannst dich nicht verstecken, selbst wenn du davon nichts weißt, mein Lieben. Und was ihr dann, wenn ihr sagt, ja, ich habe das ja... Ich gehe nur in den Supermarkt und esse dann mein Steak. Hat ja jemand anders getan. Buch des Lichts lehrt, was... Und das wird sogar im Gesetzbuch gesagt. Also was jemand durch einen anderen tun lässt, dafür ist er auch verantwortlich. Wenn ich hingehe und sage, bring den um, dann werde ich strafrechtlich auch verfolgt. Und verantwortlich. Anstiftung zum Mord, meine Lieben. Das Anstiftung zum Mord. Bedenkt das bitte. Ja, Anstiftung zum Tiermord. Gebt ihr jedes Mal, wenn ihr Fleisch esst oder kauft. Es ist also, ihr seid schuld am Holocaust der Tiere. Mit Schuld sind wir, wenn wir das dulden. Ja, ich weiß, wir tragen Ledersachen, wir tragen dies und das. In Los Angeles habe ich nur Stoffsachen getragen. Wir machen uns alle irgendwie schuldig. Aber wir sollten beginnen... unsere Schuld Schritt für Schritt abzutragen, meine Lieben. Ja. Und das ist ein Blutbad, das immer und immer wieder geschieht. Das muss ein Ende. Geht mal in die Kälber- und Hühnersilos. Geht mal dahin. Schaut euch das mal an. Man sagt dann Vogelgrippevirus oder der Virus oder das Virus. Viren kommen nur, wenn die hygienisch-sanitären Umstände, ich sag's mal, beschissen sind. Wenn die Tiere in ihrem eigenen Kot liegen. Und da helfen auch keine Impfungen in dritte Weltländer, wenn man die hygienischen Zustände nicht ändert. Impfung, das kommt eins zum anderen, meine Lieben, schreibe ich in meinem Buch, der Impfwahnsinn, Impfung hält die Krankheit am Leben. Oder die Seuche, verhindert sie nicht. Im Gegenteil. Naja, und vom Transport und so will ich nicht reden, ja. Was da passiert. Und da sind oft Sadisten, die dann die Tiere extra noch quälen, die werden alle ihr Fett bekommen. Ja. Und hier sagt man, naja, wir transportieren die Tiere jetzt schon rasch und schmerzlos und töten sie ganz schnell und so weiter und so weiter. Ja. Und wenn ihr Tierschützer seid, muss ich euch sagen, und wenn ihr den Vegetarismus nicht mit einbezieht in eure Arbeit, dann seid ihr schizophren. Oder scheinheilig. Die Natur wird buchstäblich vergewaltigt und zerstört durch diese schlimmen Schlachtungen. Da schreckt man vorbei und, oh, wir machen Hausschlachtung. Ja, mach mal Hausschlachtung. Eieieiei. Und da sollten wir doch unsere politischen Führer und so weiter, und wir haben ja keine, aber wenn wir sie hätten, sollten die doch da wirken. Und deshalb sagt auch das Buch des Lichts, meine Lieben,
Der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen. Lasst das Wissen wieder herrschen. Das Buch des Lichts. Ja. Seht mal, wir bleiben an sich. Also normalerweise bleiben wir ganz ruhig, wenn man uns sagt, ja gut, ich glaube nicht daran. Aber sagt mal zum Beispiel einem Christen oder einem Muslim, ist natürlich mit Ausnahmen, aber was ihr an seinem Glauben nicht versteht oder was unlogisch ist, die flippen alle ganz schnell aus. Oder die meisten. Ja. Und wer, sagen wir mal, wenn man seinen Glauben anzweifelt von jemandem und der wird aggressiv, dann ist dieser nicht fest im Glauben. Das ist ganz einfach. Ne? Also das ist man, und man hat Mordinstrumente, Messer, Axt und so weiter, um nun das Tier zu metzeln. Ja? Meine Damen, wenn ihr ins First-Class-Restaurant geht, und ich war in allen, die es gibt, würdet ihr gern sehen, von der Oberschicht, wenn eure Söhne Metzger werden? Glaub's nicht. Dann mutet das auch nicht den Söhnen anderer Mütter zu. Ja? Schlimme Essgewohnheiten, meine Lieben. Und was wir dadurch natürlich verursachen, ist auch Gefühllosigkeit. Denn wir wissen ja, dass eine Speise astralen Konterpart hat und sozusagen unseren Astralkörper verhärtet, verroht, versteinigt. Ja. Und dann neigt man dazu, selbst brutal zu werden. Also es ist abscheulich. Und meine Lieben, wir bewegen uns doch jetzt auf das sogenannte, wir verlassen hoffentlich das Kali-Yoga und bewegen uns zum Krita-Yoga hin. Also ein bisschen reiner, da müssen wir auch doch unsere Essgewohnheiten und so weiter ändern. Ja. Damit wir überhaupt auf diesem, seht mal, wir wechseln ja, gut, jetzt werde ich mal etwas detailliert, auf einen anderen Globus, der feinstofflich ist. Da, wenn wir das nicht schaffen mit unserer Hülle, dann wollen wir es hoffen, verbleibt die Monade, muss aber die Runde wiederholen. Nachsitzen. Muss ja nicht sein. Ja? Wir müssen also uns... auch dieser Begriff der Liebe, ja, der wird ja meistens gesehen als persönlich, ich liebe dich, du mich und den Rest der Welt, der kann uns mal sozusagen. Die Liebe, von der ich auch in meinen Liedern spreche, meinen Hits, meinen Schlagern, das ist eine notwendige Zwischenstufe, das ist eine Art persönlicher Liebe, obwohl ich da auch schon andere Themen angesprochen habe. Aber wahre Liebe ist, dass jeder alles liebt. Und das geht nur, wenn wir uns im Bewusstsein erhöhen und wenn wir uns unserer Göttlichkeit mehr und mehr bewusst sind, dann wissen wir kommen von einer Gottheit. Von einem Zentrum, da sind wir immer noch wie Fäden, wie am Faden, Marionetten am Faden, sind wir sozusagen in diesem Zentrum verbunden. Und je mehr wir uns geistig diesem Zentrum nähern, umso mehr empfinden wir Einheit mit allem. Und je mehr wir uns in der Materie identifizieren, umso mehr empfinden wir Getrenntheit, meine Lieben. Und das Gefühl der Getrenntheit und der Getrenntheit selbst ist die Wurzel allen Übels, aller Verbrechen. Man würde nie ein Verbrechen begehen, wenn man wüsste, man ist eigentlich Teil eines Organismus. Aber man sieht, ich bin hier, ihr seid dort. Man sieht nicht einmal die verbindenden Auren, feinstofflichen. Ja? Also bitte hört auf damit. Stellt euch vor, wie die Tiere geschlachtet werden, und das ist ja schon schlimm. Und spätere Zivilisationen werden sagen, oh je, die waren zivilisiert. Na. Also das ist alles niederschwingende Energie, die wollen wir doch transmutieren oder transformieren. So, wir haben jetzt gesprochen, meine Lieben, über den wirtschaftlichen Aspekt, den ethischen, den ästhetischen, den gesundheitlichen. Aber jetzt wird's noch intensiver. Ich will jetzt mal dazu kommen, was ist die okkulte Bedeutung von Fleischessen oder Vegetarismus? Was geschieht da okkult?